Ein Fotograf aus Deutschland will in ihre Heimatstadt kommen. Sie müssen seinen Besuch planen. Wann? Welches Hotel? Welches Verkehrsmittel? Welche Sehenswürdigkeiten? Zusammen essen, wo und wann? Ich habe folgenden Dialog geschrieben. Teilnehmer A. Hallo, Herr oder Frau. Und dann kommt Name. Wir sollen ein Programm für einen deutschen Fotografen organisieren. Hallo. Ja, er will Anfang Januar kommen. Da haben wir gleich ein Problem, das wir lösen müssen. Sie sind aus Moskau und ich komme aus Novosibirsk. Was denken Sie, welche dieser beiden Städte der Fotograf besuchen soll? Wissen Sie, ich habe einige Fotos von ihm gesehen. Er war in der Polarregion und hat tief verschneite und mystisch leuchtende Landschaften fotografiert. Ja, das stimmt. Er mag immer mit dem Wohnmobil und Zelt durch die Natur reisen. Er mag besonders die wilde Schönheit. Also, machen wir ein Programm für 5 Tage in Novosibirsk, weil meine Stadt im Uralgebirge liegt und es mehr Natur zu sehen gibt. Ja. Ich stimme zu. Aber wie müssen wir uns vorbereiten, um geeignete Motive zu finden und gute Bilder zu gestalten? Wir können am ersten Tag zum Beispiel die Fische besuchen und den anderen Tagen in die Berge gehen. Was sagen Sie dazu? Großartige Idee. Das wird zu einem begeisterten Erlebnis und einen tiefen Einblick in den Alltag in dieser Region geben. Ja, er wird bestimmt beeindruckt sein von der Herzlichkeit der Bewohner. Und wir brauchen auch kein Hotel, weil wir bestimmt ein Dach über dem Kopf als Angebot bekommen. Und welche Verkehrsmittel können wir benutzen? Dann haben wir mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel Schiff, Eisenbahn oder wir können ein Auto mieten. Ah, okay. Und wo können wir zusammen essen? Ich kenne ein gutes Restaurant, wo wir Fisch und andere traditionelle Gerichte probieren können. Sehr gut. Dann können Sie vielleicht schon heute anrufen und einen Tisch bestellen. Ja, natürlich, mache ich. Bis dann. Bis dann.